langer, langer, langer Zeit, da lebte ein Mädchen. Dieses Mädchen lebte ganz allein, denn es hatte keine Eltern mehr. Die Mama war fort, der Papa war fort, es hatte also niemanden. Und weil das Mädchen so arm und so, so einsam war, beschloss es irgendwann, sich auf den Weg zu machen. So ein armes Mädchen. Hab keine Mama mehr. Kein Papa mehr. Ich hab niemanden mehr. Ich werde fortgehen, um ein neues Zuhause zu finden. Es packte alles zusammen, was es noch besaß, und das war nicht viel. Es zog sein Jäckchen, sein Röckchen und seine Mütze an. Und es nahm ein Stückchen Brot mit. Das war alles, was ihm noch geblieben war. Und auf seinem Weg, da kam es an vielen verschiedenen Tieren vorbei. Hallo, mein Kind. Was ist denn los mit dir? Heute ist so ein schöner Tag und du blickst so traurig drein. Ich bin so traurig, weil ich niemanden mehr habe. Ich bin ganz alleine. Meine Eltern sind fort. Du musst nicht weinen. Wir begleiten dich auf deinem Weg. Als das Mädchen schon eine Weile gegangen war, sah es aus der Ferne am Wegesrand einen armen Mann sitzen. Was riecht meine Fuchsschlauze denn bis hier? Bah! Oh, das muss wohl dieser arme Mann sein. Der wird sich sicher schon einige Wochen nicht mehr gewaschen haben. Puh! Wie sprichst du denn? Jetzt rieche ich es auch. Der stinkt schon sehr. Aber dafür kann er doch nichts. Er hat bestimmt kein Geld, um sich waschen zu können. Er hat überall Löcher in der Kleidung. Das muss wirklich ein sehr armer Mann sein, der Arme. Das Mädchen erreichte nun den armen Mann. Und er sprach: Ach, bitte, bitte, bitte gib mir doch was zu essen. Ich bin so, so hungrig. Bitte, mein Magen, er knurrt die ganze Zeit. Dieser dreiste Kerl! Er sieht, dass das Mädchen selbst nicht viel hat und verlangt auch noch etwas von ihr. Nein, nein, nein! Ey, Fuchs, wie gemein du bist! Du willst ja nur alles für dich haben! Es ist doch toll, was zu teilen! Könntest du auch mal machen! Nachdem sie gemeinsam gegessen hatten, ging das Mädchen weiter. Als das Mädchen eine Weile gegangen war, kam es aus dem dunklen Wald heraus. Und bald schon lief es einem Jungen über den Weg. Mir ist so kalt. Ich friere am ganzen Körper, doch besonders meine Ohren sind so kalt. Was wird das Mädchen wohl jetzt machen?
Wird es wieder teilen, obwohl es selbst nichts hat? Mal sehen. Bitte, bitte, liebes Mädchen, hilf mir doch, mir ist so bitterkalt. Ich habe noch eine Mütze, die könnte ich dir geben. Hier, so solltest du nicht mehr frieren. Die ist für dich. Ich brauche sie nicht. Oh, danke. Du bist so ein liebes Mädchen. Danke, danke. Der Junge war überglücklich und das freute das Mädchen. Und so ging es weiter. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind. Dieses Kind hatte fast nichts an, nur seine Hose und seine Schuhe. Es sah aus, als wäre ihm sehr kalt. Oh, hallo, fremdes Mädchen. Mir ist so kalt und ich bin ganz erkältet. Hier, nimm meine Jacke. Ich brauche sie nicht. So musst du nicht länger frieren. Bist du ein dummes Mädchen? Du hast selbst schon nichts und verschenkst trotzdem noch alles. Und denkst gar nicht an dich selbst. Ach, Rabe, man kann nicht immer nur an sich denken, so wie du. Es ist so toll, wenn man teilt. Sieh nur, wie glücklich die beiden sind. Das ist doch das Wichtigste im Leben, glücklich zu sein. Ach, du hast ja recht, Hase. Oh, danke, fremdes Mädchen. Danke für deine Hilfe. Das wird mir sehr, sehr, sehr helfen. Ups, Entschuldigung. Und auch diesen Jungen hat das Mädchen sehr, sehr glücklich gemacht. Bald darauf ging es weiter. Als das Mädchen eine Weile gegangen war, traf es am Waldesrand ein Kind. Ein schönes Röcklein an. Ich hab keins und mir ist so kalt, so bitter, bitter kalt. Hier, nimm meins, du kannst es haben. Ich trage noch einen Unterrock, der reicht mir. Oh, toll, danke schön, danke, danke, danke. Das ist so lieb von dir. Jetzt hat das Mädchen ja selbst überhaupt nichts mehr. Bis auf ihr Unterkleid. Ach, Fuchs. Siehst du nicht, was sie alles dafür zurückbekommt? Hä? Was kriegt sie denn zurück? Ich sehe gar nichts. Es ist ja auch nichts, was man sehen kann. Sieh nur, das kleine Mädchen, wie es lächelt. Es bekommt die Dankbarkeit des kleinen Mädchens zurück und die Freude. Nun sind sie beide glücklich. Das ist mehr wert als Materielles. Und nun ging das Mädchen weiter. Die Sonne ging langsam unter und es wurde immer dunkler, bis man fast nichts mehr sehen konnte. Die Tiere hatten sich alle schon schlafen gelegt. Vereinzelt hörte man noch einen Uhu rufen.
Es wurde immer kälter. Plötzlich trat aus der Dunkelheit ein kleines Mädchen hervor. Es wurde nur vom Mond erhellt. Und es bat das andere Mädchen um sein Unterhemd, denn es hatte selbst gar nichts an. Ach, du armes Kind, du trägst ja nichts. Hier, nimm mein Unterhemd. Aber dann hast du doch selber nichts. Das ist nicht so schlimm. Es ist dunkel. Mich sieht ja keiner. Ach, bist du nett. Du gibst mir dein letztes Hemd. Das mache ich gerne. Ich helfe gerne anderen Menschen. Ich weiß selbst, wie es ist, nichts zu haben. Dann freut man sich über Hilfe. Und jetzt war das Mädchen wieder allein. Ganz allein. Es saß so da im Dunkeln und hatte nichts mehr an. Auch die Tiere waren nicht mehr da. Nun schaute es in den Himmel und dort sah es, dass ganz viele Sterne am Himmel leuchteten. Und sie dachte darüber nach, was sie so gemacht hat. Und ihr fiel auf, dass sie ganz vielen Menschen geholfen hatte und sie glücklich gemacht hatten. Und dieser Gedanke machte sie selbst glücklich, und so, dass es ihr in diesem Moment egal war, allein und arm zu sein. Ach, was ein schöner Sternenhimmel. Die Sterne glitzern so toll. Was ist das? Was geschieht hier? Oh nein! Die Sterne! Alle Sterne! Sie fallen auf die Erde! Sterne. Sind das Taler? Taler, die vom Himmel fallen? Und als die Sterne vom Himmel fielen, hatte das Mädchen plötzlich ein neues Kleid an. Und dieses Kleid, es war viel schöner noch als das alte. Und mit diesem Kleid fing es die Sterntaler auf. Es sammelte alle Taler ein und war reich und glücklich für sein Leben lang. Und die Sterne fielen vom Himmel, als blanke Taler fielen sie herab. Auch wer wenig hat, kann etwas geben und wird reich sein für ein ganzes Leben. Sterne fielen vom Himmel, als blanke Taler fielen sie herab. Auch wer wenig hat, kann etwas geben und wird reich sein für ein ganzes Leben. Als blanke Taler fielen sie herab. Auch wer wenig hat, kann etwas geben und wird reich sein für ein ganzes Leben.